Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond. Beim letzten Mal haben wir die Wasserroute Nummer 16, müsste es gewesen sein, hinter uns gelassen. Habe ich übrigens schon mal erwähnt, dass ich Wasserrouten hasse wie die Pest. Und ich hasse die Pest wirklich. Aber Gott sei Dank war die Wasserroute gar nicht allzu lang gewesen, deswegen sind wir relativ schnell durchgekommen. Und befinden uns jetzt im Ula-Ula Blumenmeer, wo noch einige Trainer natürlich auf uns warten und auch Items. Und ich würde sagen, starten wir direkt mal rein, denn da erwartet uns schon die erste Tänzerin bzw. Trainerin bzw. Tänzerin und Trainerin. Ach Menno, ich komme hier echt zu nichts. Das sage ich mir auch fast jeden Tag. Jedes Mal, wenn ich ein Trainer an mir vorbeiläuft, muss ich ihn einfach zum Kampf herausfordern. Ja, ich glaube, diese Angewohnheit hast nicht nur du. Das haben praktisch nahezu 95% aller Pokémon-Trainer in Pokémon-Spielen, dass sie, wenn sie jemanden anderen sehen, ihn zum Kampf herausfordern müssen. In den meisten Fällen sind wir der Spieler das. Tänzerin Nadine fordert dich heraus. Dann mal auf in den Kampf. Und natürlich schickt sie ein Choreoge in den Kampf, was mich nicht groß verwundert. Denn diese Form, die wir gerade sehen, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass man diese hier im Ula-Ula-Blumenmeer fangen kann. Es gibt ja insgesamt 4 Blumenmeere. Die Mehrzahl von Meere, doch, ist alles korrekt so. Und natürlich kann man in jedem dieser Blumenmeere ein anderes Choreoge fangen, eine andere Form. Wir haben jetzt Kaseko vorne. Und ich überlege gerade, war das das Choreoge mit dem Psychotypen? Scheint ja nicht so, sonst wäre der Biss sehr effektiv. Welches Choreoge ist denn das? Oder ist das... Ach, das könnte das Feuer-Choreoge sein. Wir greifen einfach mal mit Biss an. Taumeltanz. Natürlich können die choreografischen Vögel tanzen. Und so sehr tanzen, dass wir dadurch verwirrt werden. Und uns natürlich selbst verletzen. 25%ige Chance, aber diese tritt natürlich ein. Obwohl diese Verwirrungschance genervt wurde. Jetzt kommt der Liebreiz, der unseren Spezialangriff senkt. So war das. Sonst hätte ich gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, uns zu verwirren und dann erstmal unseren eigenen Angriff zu senken. Denn dann machen wir uns ja so gut wie keinen Schaden mehr. Apropos kein Schaden. Choreoge bekommt auch kaum Schaden. Und Level 34 sehe ich gerade. Ich glaube, ich stelle tatsächlich nach diesem Kampf erstmal wieder den EP-Teil an. Habe ich in den letzten Parts ja häufiger mal überlegt, ob ich das eventuell tun sollte, aber ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo das vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre. Ruheort. Okay, bis jetzt hat es 3 Attacken eingesetzt und keine davon ist eine direkte Angriffsattacke. Interessant. Wir greifen mal zum Felsgrab. Sollte vierfach effektiv sein. Ruheort bei vollem KP einzusetzen ist nicht so intelligent. Andererseits, dadurch, dass es Ruheort, so doof es klingt, eingesetzt hat, hat es überlebt. Denn wenn man Ruheort einsetzt, verliert es ja den Flugtypen für diese Runde. Und deswegen war es nur doppelt effektiv und nicht vierfach effektiv. Wir greifen mal nochmal zum Felsgrab. Ah, das war zu erwarten, der Taumeltanz. Und das Choreoge scheint echt keine Angriffsattacke zu besitzen, oder? Oder möchte es, dass wir uns wirklich selbst in den Tod stürzen. Es sieht fast so aus. Auch Alola Slimer, unser Mudoro, hat sich vor Verwirrung wieder selbst verletzt. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Ja, nochmal Taumeltanz. Wir sind schon verwirrt. Verwirrter als verwirrt geht eben nicht. So, jetzt ist das Fetzgrab vierfach effektiv. Dürfte es zumindest sein. Und dann haben wir Choreoge jetzt auch endlich down bekommen. Und besiegen Tänzerin Nadine. Ach Menno, bei einem Tanzwettbewerb würde ich aber nicht verlieren, das sage ich dir. Ich behaupte auch nicht das Gegenteil, denn ich persönlich kann überhaupt nicht tanzen. Und mit nicht tanzen meine ich wirklich überhaupt nicht. Ich habe keinen Tanz drauf. Wirklich weder Tango noch Walzer, irgendwelche klassischen Tänze, sonst noch irgendwas. Auch Breakdance kann ich nicht. Ich kann gar nicht tanzen. Im Gegensatz zu Ariados, das kann bestimmt tanzen, wenn es wollen würde. Allerdings möchten wir das nicht in Aktion sehen. Stattdessen hauen wir lieber ab. Level 32. Selbst die wilden Pokémon sind hier auf unserem Teamniveau.
Aber das ist ja auch nichts wirklich Neues. Ich sollte mal vielleicht ganz kurz Kaseko ein bisschen heilen. Sicherheitshalber. Aber wir haben hier im Blumenmeer noch ein Item, genau. Einen Wiederball. Den ich wahrscheinlich nicht einsetzen werde. Und natürlich auf dem letzten Grasstückchen noch ein wildes Pokémon. Mitten im Blumenfeld noch ein weiterer Käfer, ein Ariados. Da scheinen sich bestimmt Insekten bzw. Käfer-Pokémon bestimmt sehr wohl zu fühlen. Denn da können sie vom süßen Nektar, von Blumen und vielleicht auch von anderen Pokémon saugen. Wer weiß, wer weiß. Und da haben wir, ist das eine Lehrerin? Ich weiß gar nicht, wie die Trainerklasse hier heißt. Finden wir es heraus. Der duftende Nektar lockt offenbar nicht nur Koriogel an. Komm, trau dich nur. Come and get me. Okay, dann tun wir das doch mal. Gegen... Ach, Angestellte. So hieß die Trainerklasse. Patricia. Das ist auch ein schöner Name. Es gibt ja sehr, sehr viele merkwürdige Namen in Pokémon-Spielen von NPCs. Aber Patricia finde ich einen sehr schönen Namen. Und sie hat einen Kurtel mit der Fähigkeit Dürre. Für Feuer-Pokémon natürlich praktisch. Allerdings sind die hier gerade eher im schlechteren Matchup. Denn Kurtel hat natürlich noch den Gesteinstypen mit drin. Und wird uns auf jeden Fall wehtun. Deswegen werden wir dort auf jeden Fall auswechseln. Iron Ball schicke ich ganz bestimmt nicht rein. Aber Shibimov sollte ganz gute Arbeit leisten, Fragezeichen. Ach ne, Quatsch, es hat gar nicht den Gesteinstypen, es hat den Bodentypen, richtig? Ich vergesse es wirklich jedes Mal. Oder es kurtelt doch ein reines Feuer-Pokémon. Ich bin gerade verunsichert. Das scheint doch ein reines Feuer-Pokémon zu sein. Oh, interessant. Na, wisst ihr was? Dann schicken wir vielleicht doch lieber Wirbelwind rein. Denn Feuer und eventuelle Gesteinsattacken sollten wir so oder so ganz gut abfangen. Flammensturm. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Holy shit. Und Flammensturm ist vor allem ein spezieller Angriff. Also, ich hoffe, wir sind schneller. Ansonsten, wenn jetzt ein Volltreffer kommt, sind wir down. Aber wir sind schneller und zeigen Kurtel unsere Hufe. Und er greift zum Body Slam statt zu einer Feuerattacke. Vielleicht in der Hoffnung, dass wir paralysiert werden. Das geschieht nicht, aber unsere Fähigkeit, Zähigkeit, immer wieder ein Genuss, tritt in Kraft und unsere Verteidigung wird jetzt nochmal erhöht und können Kurtel erstmal rausnehmen. Aber sie hat ja noch zwei weitere Pokémon. Mal gucken, ob wir damit Wirbelwind drin bleiben können. Und was habe ich vergessen? Nach dem ersten Kampf natürlich den EP-Teiler einzuschalten. Kratzfurie. Nee, lass mal. Kratzfurie, keine starke Attacke und auch sehr treffunsicher. Und sie hat ein Golking. Da möchte ich mit Wirbelwind dann doch nicht drin bleiben. Shibimov, jetzt darfst du mal ran. Denn ich glaube nicht, dass Golking... Wobei, es könnte Schnabel als sehr effektive Attacke haben, aber ansonsten dürfte es unserem Costurdo eigentlich kaum Schaden machen. Deswegen nutze ich vielleicht sogar mal die Chance zu einem Schwerttanz. Golking mit der Agilität in der Verdoppelung, aber nützt mir jetzt relativ wenig, weil es sowieso schneller war oder schneller ist. Dafür nützt uns der Schwerttanz umso mehr. Denn jetzt können wir zum Durchbruch greifen und ich glaube, das sollte vielleicht sogar ausreichen. Ja, mach nochmal Agilität. Du bist sowieso schon dreifach, vierfach so schnell als wir. Da macht mir es nicht so viel aus. Und Durchbruch, ja, das war zu erwarten. Golkings Verteidigung ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber Shibimovs Angriff ist besser. Vor allem nach dem Schwertanz war die Chance relativ gering für den Goldfisch, das zu überleben. KP plus 4. Und Costurdo entwickelt sich auch zu einem richtigen KP-Monster, meine Herren. Und das Sonnenlicht jetzt mal nach. Fulipurba! Oh, sehr cool. Eine weitere Evoli-Entwicklung haben wir, glaube ich, bis dato noch nicht gesehen. Bin großer Fulipurba-Fan. Allerdings muss ich auch sagen, ich bin fast Fan von jeder Evoli-Entwicklung. Ein Pflanzen-Pokémon natürlich. Wir bleiben mal beim Durchbruch. Ich glaube, Fulipurbas Verteidigung ist
gar nicht mal so schlecht. Ich könnte mir vorstellen, dass es das überlebt. Jo, sogar relativ sicher. Also in den physischen Werten ist Fully Purple echt nicht zu unterschätzen. Ich glaube, das Problem bei Fully Purple ist, dass es Synthese kann. Nein, das ist nicht das Problem. Das Problem, glaube ich, bei Fully Purple ist, dass es nicht genügend Attackenvielfalt hat. Dass es nicht sehr viele praktische Angriffe, die für Fully Purple eben gut sind, erlernen kann. Es kann einige spezielle Angriffe erlernen, aber der Spezialangriff ist bei weitem nicht so gut wie eben der physische. Und das ist, glaube ich, das Problem. Gigasauger macht dem dementsprechend noch nicht so viel Schaden. Obwohl die Spezialverteidigung von unserem Costurdo auch nicht die stärkste ist. Reicht, glaube ich, gerade mal für einen Vorhit, kann das sein. Nach zwei Gigasaugern hatten wir nicht mal die Hälfte verloren. Schön viele Erfahrungspunkte. Und jetzt muss ich echt mal dran denken, eben den EP-Teiler einzuschalten. Deswegen habe ich auch ganz kurz die Textbox von dieser Angestellten weggeklickt, denn ansonsten vergesse ich es schon wieder. So, wieder bei Roter Nektar haben wir gerade als Items eingesammelt. EP-Teiler. Schalten wir erstmal wieder vorübergehend ein, denn ich hatte auch vor, demnächst auch mal unser Team wieder ein bisschen durchzuswitchen. Es wird mal wieder Zeit. Mit dem aktuellen Team laufen wir schon eine ganze Zeit lang rum, oder? Habe ich so ein Gefühl. So, aber wie auch immer, hier wartet noch die nächste Trainerin. Die dritte und letzte Fragezeichen. Hast du eine Ahnung, welches wohl das stärkste aller Pokémon ist? Alleine von den Werten her, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber allein von den Werten her müsste es, glaube ich, die Mega-Entwicklung von Mewtwo sein, oder? Bin gerade nicht ganz sicher, aber wie gesagt, natürlich hat jedes Pokémon seine Schwächen und seine Stärken und Mewtwo, auch wenn es das stärkste aller Pokémon ist, hat eben nicht gegen jedes einzelne andere Pokémon eine Chance. Zum Beispiel hat so auch Sneasel eigentlich keine Chance gegen Kaseko, sollte es zumindest nicht haben. Ach, ich liebe Sneasel und Sneebona. Typ Eis und Undicht allerdings ist eine bescheidene Typenkombination, weil es relativ viele Schwächen hat. Unter anderem natürlich auch die Feuerschwäche. Oh, und Sneasel überlebt sogar. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal erwartet. Wobei Sneasel war ja früher in der zweiten Generation auch ein Basis-Pokémon. Sprich, es hatte keine Entwicklung. Die kam ja erst in der vierten Generation dazu. Und ich überlege gerade, es hat gerade Kreideschrei gemacht. Kann es irgendeine Undichtattacke, die Kaseko mit einem Schlag besiegen könnte? Nachthieb vielleicht? Ich riskiere einfach mal und greife an. Clownwetzer, holy shit. Jetzt auch noch den Angriff boosten. Aber Gott sei Dank, hoffentlich Gott sei Dank, kommt es nicht mehr zum Angriff. Habe ich mal ganz selbstsicher gesagt. Denn der Feuerzahn hätte theoretisch auch daneben gehen können. Tut er aber nicht und Sneasel geht down. Relativ wenig Erfahrungspunkte. Koalelu. Koalelu. Oder wie spricht man es aus? Koalelu. Klingt nach einem Koala. Haben wir das schon mal gesehen? Ich bleib mal drin. Wobei, das war jetzt gar nicht so schlau. Unsere Verteidigung wurde ja halbiert. Dauerschlaf. Koalelu befindet sich im Halbschlaf. What the fuck bist denn du? Okay. Ich überlege gerade, was es vielleicht für eine Typenkombination haben könnte. Aber bei dem Viech habe ich gerade überhaupt keine Ahnung. Und irgendwie erinnert es so ein bisschen an Bummels. Funktioniert die Fähigkeit genauso? Halbschlaf. Klingt nach keiner besonders guten Fähigkeit. Ich greife mal zum Feuerzahn. Mal gucken. Schneller sind wir auf jeden Fall. Aber das Ding scheint eine gute Verteidigung zu haben. Dreschflegel. Macht sehr gut Schaden. Nach dem Kreideschrei von Sneasel. Ich glaube, ich wechsle mal aus. Ihr könnt mir durchaus vorstellen, muss mich mal kurz neu hinsetzen, dass Koalelu, wie man es auch mal ausspricht, den Normaltypen angehört. Tiefschlag. Okay. Also die Fähigkeit von Koalelu scheint nicht so zu sein wie die von Bummels, dass es jede zweite Runde schläft, beziehungsweise einfach nichts machen kann. Aber gut, dass wir gewechselt sind, denn durch den Tiefschlag wären wir auf jeden Fall gestorben. Ist nur die Frage, was machen wir jetzt gegen diesen kleinen Koala-Bären?
Eisenschädel, würde ich sagen. Slam. Scheint wirklich ein Normal-Pokémon zu sein, oder? Und dafür, dass es nicht sehr effektiv war, hat es doch ganz gut Schaden bei Sandan gemacht. Ja, das scheint auf jeden Fall ein physisch ausgelegtes Pokémon zu sein. Bin ich mir fast ein bisschen sicher. Gena. Ja, ich glaube, Gena sollte es lieber auf sich selbst einsetzen. Beziehungsweise hat es bestimmt schon mal Anfang des Kampfes gemacht. Aber diese Fähigkeit Halbschlaf habe ich jetzt da noch nicht so richtig herausgefunden, was die bewirkt in diesem einen Kampf. Und der EP-Teiler macht sich gleich bezahlt. Level 34 für Wirbelwind und der versucht Ramboss zu erlernen. Anwender rammt das Ziel mit massivem Körper. Je schwerer er im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker die Attacke. Und das ist ja eine Attacke wie maßgeschneidert eigentlich für unseren Wirbelwind. Für unser... Ich habe gerade den Namen des Pokémon vergessen. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber ihr wisst es ja, wie es heißt. Und gerade für Wirbelwind ist es eine sehr coole Attacke, denn wir wissen, es wiegt ja extrem viel. Und wisst ihr was, ich mach mal den Stampfer weg. Ramboss, eine sehr coole Stahlattacke, kann uns bestimmt in manchen Situationen sehr gut weiterhelfen. Das war schon mega stark, keine Frage, aber irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Enttäuschender Blick. Von dieser Göre. Es war doch eine Göre, oder? Ist auch egal. Haben wir hier noch weitere Trainer? Hier haben wir noch ein bisschen was verstecktes. Ein Item nämlich. Wow, das hat sich gelohnt. Eine X-Spezialverteidigung. Die können wir gut verkaufen. Aber wenn wir hier schon sind, können wir noch mal ganz kurz gucken, was man hier vielleicht für neue wilde Pokémon fangen kann. Zum Beispiel ein Ariados. Na toll, das haben wir auch schon unten beim Blumenfeld gesehen, so herum. Oh, wir sollten vielleicht Kaseko mal eben heilen. Außerhalb des Kampfes, selbstverständlich. So, ich habe keine Lust auf ein weiteres Ariados. Deswegen lassen wir das Grasfeld vielleicht mal eben ignoriert. So, und ein Super... Ach ja, stimmt, Supertränke füllen ja 60 KP auf. Deswegen perfekt, um Kaseko voll zu heilen. So, unsere anderen Mitglieder sind auch fast voll geheilt. Bin ich mit zufrieden. Da können wir ja erstmal beruhigt weitergehen. So, da kommen wir nach unten. Und noch ein weiteres Item und einen weiteren Nektar. Roter Nektar, um genau zu sein, abzustauben. Und natürlich fällt uns noch ein wildes Pokémon hier im Blumenmeer an. Und zwar ein Liminip. Ein echtes Zungenbrecher-Pokémon. Ich weiß nicht genau warum, aber mit diesem Namen Liminip, jetzt kann ich es auf einmal aussprechen. Beim letzten Mal hatte ich doch solche Probleme damit, oder? Auf jeden Fall ein Zungenbrecher, mit dem ich so meine Probleme habe. Aber als kleine Entschädigung bekommen wir ein Zitterorb. Das finde ich ganz gut, ganz schön. Und ein weiteres wildes Pokémon gibt es hier noch. Bevor wir weitergehen, bevor wir weitergehen, hallo Liminip, auf einmal geht es. Locker von der Zunge. So, trotzdem flüchten wir mal. Aber ich habe nicht vergessen, am Anfang dieses Blumenmeeres war ja noch ein Typ, der kämpfen wollte. Sobald wir alle Trainer auf der Route besiegt haben, haben wir das, ist die Frage. Oder geht's hier noch weiter? Da haben wir nochmal hohes Gras. Wo geht's denn hier hin? Auf jeden Fall erstmal wieder ein Zygale-Würfelteil gefunden. Wo geht's denn hier hin? Bist du noch eine Trainerin? Sieht nicht so aus. Mal kurz auf die Karte geschaut. Wo sind wir denn hier? Blumenmeer, okay. Ist immer noch auf der Route 16. Ach, guck mal, da war die Wasserroute Route 15. Ich glaube, ich hatte fälschlicherweise Route 16 gesagt. Wir sind jetzt auf der Route 16. Aber wohin führt der Weg denn hier rechts? Was ist das da? Das gucken wir uns gleich mal an, Leute. Aber vorher gehe ich nochmal eben kurz zum Routenanfang zurück. Allerdings fällt uns vorher natürlich noch ein wildes Pokémon an. Wie sollte es auch anders sein? Und zwar ein Bundlebee. Was bist denn du? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ein Feen-Pokémon ist.
Wir greifen mal mit Feuerzahn an. Silberhauch. Okay, Typ Käfer scheint auch mit drin zu sein. Und es ist sehr schnell, wenn es auf jeden Fall Kaseko schon überholen kann. Jo, und der Feuerzahn macht sehr guten Schaden. Ist die Frage, wollen wir das Viech einfach mal fangen? Wisst ihr was? Wir haben schon sehr lange kein Pokémon mehr gefangen. Bälle haben wir noch mehr als genügend. Mehr als genügend. Holy shit, wie viele Bälle haben wir denn? Vor allem wie viele verschiedene. Ich hoffe mal, dass ein normaler Pokéball ausreicht. Level 32. Also wenn es theoretisch für das Team interessant sein könnte, könnten wir es direkt mit ins Team nehmen. Es ist auf jeden Fall schon mal gefangen. Bumblebee wurde gefangen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Und natürlich bekommen wir trotzdem die volle Erfahrungspunkte. 34 für Kaseko, der sich auch bald entwickeln müsste. Wo ich mir immer noch unsicher bin, ob ich ihn wirklich entwickeln lassen möchte. Mundoro auch Level 34, sehr schön. Mit dem EP-Teiler geht das wesentlich schneller, wollte ich sagen. Okay, und damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sich Kaseko jetzt schon entwickelt. Und ich hatte ja schon häufiger gesagt, das wollte ich auch gerade eigentlich ansprechen, ich bin mir unsicher, ob ich Kaseko entwickeln lassen möchte. Denn ich finde seine Weiterentwicklung relativ hässlich, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich glaube ich auch schon mal zwei, dreimal erwähnt, überlegt, Kaseko bei der jetzigen Form zu lassen und vielleicht mit dem Evoliten auszustatten. Problem ist allerdings, dass die Verteidigungswerte sowieso bescheiden sind bei Flamiao. Ich glaube, wir müssen es fast sich entwickeln lassen. Ach komm, let's do it. Kaseko entwickelt sich zum zweiten und zum letzten Mal. Allerdings, das sage ich jetzt schon mal, auf dem Thumbnail lasse ich trotzdem Flamiao mit drauf und nicht dieses Monstrum, zu dem es sich jetzt entwickelt hat. Nämlich Fuegro. Ich meine, es sieht zwar irgendwo cool aus, aber mir gefallen die ersten beiden Entwicklungsstufen vom Design her wesentlich, wesentlich besser. Versuch nicht mal eine neue Attacke zu erlernen. Ich bin ja maßlos enttäuscht. Und da haben wir Fuegro. Und guckt euch mal Flamiao. Ach, Mizunder meinte ich natürlich. Flamiao ist die erste Entwicklung. Entschuldigung. Ihr wisst aber, wen ich gerade meinte. Aber guckt mal, wie traurig Flamiao ausguckt. Ich hab Sprachfehler. Schaut, wollte ich sagen, wie traurig es schaut. Fuegro, bingo, du hast alle einer Entwicklungsreihe irgendwie registriert. Und noch eine kleine Veränderung hat sich die Entwicklung einfallen lassen, denn neben dem Feuertypen besitzt Fuegro jetzt auch den Unlichttypen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt glücklich darüber bin. Das Fiesling-Pokémon, Größe 1,80, Gewicht 83 Kilogramm. Also fast wie ein, ja, normaler, durchschnittlicher, männlicher Mensch, würde ich sagen, oder? Nach einer Reihe heftiger Schläge und Tritte schießt es Feuer aus seinem Bauchnabel, um den Gegner den Gar auszumachen. Aus dem... Ach, das ist der Bauchnabel, diese Flamme da. Ein ganz schön großer Bauchnabel. Das sieht irgendwie aus wie so ein Gurt. So habe ich das jetzt interpretiert, aber okay. Freuen wir uns über Fuegro. Willkommen im Team. Ach, und es versucht doch eine Attacke zu erlernen. Dark Lariat, was ist denn das? Schon wieder eine komplett neue Attacke von Typ Unlicht. Stärke 85. Eine physische Attacke, Genauigkeit 100. Der Anwender wirbelt mit beiden Armen und prallt so auf das Ziel. Richtet unabhängig von den Statusveränderungen des Ziels Schaden an. Richtet unabhängig von den Statusveränderungen. Ach so! Sprich, wenn der Gegner sich zum Beispiel geboostet hat, die Verteidigung verdoppelt hat oder so, dann ignoriert diese Attacke das. Das ist ja sehr, sehr cool. Und mit Stärke 85 auch richtig stark. Nein, nicht... Nein! Ich wollte sie erlernen. Nein! Ich habe mich verklickt. Nein! Scheiße!
Gottverdammte Axt! Normalerweise steht doch immer oben... Achso, und für Bunnelby wurde jetzt auch noch ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ach, shit! Haben wir schon die Attackenlehrer irgendwo gefunden? Ach du Scheiße, nein, was tue ich? Okay, Bunnelby ist übrigens die Weiterentwicklung von Wommel. Was vielleicht sogar auch schon so zu erwarten war. Ist auch die einzige Entwicklung von Wommel. Von Typ Käfer und Fee war wohl auch zu erwarten, das Hummelfliegen-Pokémon. 0,2 Meter groß, ein halbes Kilo schwer, nicht besonders schwer. Unter den Pollenknüdeln eines Bunnelby finden sich so nahrhafte Varianten, dass sie als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden. Interessant. Für Bunnelby kein Spitznamen. Kommt erstmal in eine PC-Box. Oh, jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich Darklaria zu dieser Attacke, glaube ich, jetzt nicht beigebracht habe. Aber normalerweise ist das doch so, auf dem oberen Fenster steht dann Attacke ersetzen. Aber da stand diesmal Attacke nicht beibringen. Oh, ich war jetzt so perplex und verwirrt von der Entwicklung. Das kam so unerwartet, dass ich da jetzt nicht so wirklich drauf geachtet habe. Oh, shit. Ach, das war mal wieder ein Fail. Liebe Leute, zum Abschluss des Partes. Ich glaube, wir sind schon wieder bald ein bisschen in Überlänge. Mach mir noch diesen Golfer hier platt. Meinen Glückwunsch, du hast alle Teilnehmer im Blumenmeer besiegt. Und du warst so doof und hast deinen gerade frisch entwickelten Fuegron nicht diese spezielle Attacke beigebracht. Mann, bist du doof. Dann verrate ich dir jetzt das Rätsels Lösung. Ich bin aus einem einzigen Grund hier, um dich auszulachen. Ich meine, weil ich auf einen Trainer mit deinem Scheit gewartet habe. Wie wäre es mit einem kleinen Pokémon-Kampf zwischen dir und mir? Aber sehr gerne doch. Ein Spezialgebiet, hitzige Kampftaktik mit dem Heißorb. Meine Abschläge haben so viel Schwung wie Leidenschaft in sich. Okay, da hat er seine Taktik also gerade schon verraten. Bekommen wir von ihm also ein Heißorb nach dem Kampf geschenkt? Wäre ziemlich cool, kann man in bestimmten Situationen sehr gut verwenden. Und mit Abschlägen meint er doch auch bestimmt die Attacke-Abschlag. Auf jeden Fall eine der, wie ich persönlich finde, stärksten Attacken im Spiel. Und Hariyama ist zum Beispiel ein Pokémon, das Abschlag lernen kann. Und mit einem Unlicht-Pokémon, unserem frisch entwickelten Kaseko. Ich will mal ganz kurz seine Werte überhaupt angucken, das habe ich gerade noch vergessen. Bericht bitte. Oh, guck mal, der physische Angriff ist deutlich, deutlich besser als der spezielle. Das war ja vorher noch relativ ausgeglichen und ich sollte den Evoliten nach dem Kampf mal ihm abgeben. Und auch die Spezialverteidigung ist richtig gut, die ist richtig gut hochgegangen. Dafür hat allerdings die Initiative ein bisschen gelitten, oder? Ich glaube, Mizunda war ein bisschen schneller, aber okay, dafür haben wir jetzt mehr Muskeln in den Armen und Beinen. Trotzdem möchte ich hier nicht drin bleiben gegen ein Kampf-Pokémon. Und ich sehe gerade, wir haben eine ganz schön extreme Kampfschwäche. Kaseko schwach, Iron Ball schwach, Chibimov schwach, Stella, okay, hat Flugattacken, aber trotzdem. Und Mundoro ist auch schwach. Wir haben eine extreme Kampfschwäche. Ich muss hier schon fast zu Stella wechseln. Es wird Zeit, dass wir das Team ein bisschen durchwechseln, meine Herren. Aber was mich jetzt echt gerade ärgert, Mogelhieb, guter Move. Was mich jetzt gerade... dafür verbrennt... Ach nee, das war der Heißorb, den er angesprochen hat. Und lass mich raten, Hariyama hat die Fähigkeit, die den Angriff verdoppelt. Ich habe gerade den Fähigkeitsnamen vergessen. Aber sobald es an einer Statusveränderung wie Brand leidet, verdoppelt sich der Angriff. Das macht es sehr gefährlich. Ich glaube, eine Aeroas wird niemals ausreichen. Und dann haben wir ein kleines Problem. Das macht nicht mal die Hälfte. Armstoß. Okay, das macht sogar noch okayigen Schaden. Bitte nicht fünfmal treffen. Dreimal getroffen. Jetzt kommt noch der Verbrennungsschaden. Und mit ein bisschen Glück und der Verbrennung könnte ein Aeroass ausreichen. Probieren wir es mal. Es reicht sogar. Okay, ein Volltreffer.
Ich glaube, sonst wäre es sehr, sehr eng geworden. Aber Gott sei Dank, Volltreffer im richtigen Moment. Und ein Level Up für unsere Stella. Sehr, sehr schön. Oh, Borschnabel. Stärke 80. Aeroas hat nur 60, aber wir haben auch die Schnabelkanone. Aber bei Schnabelkanone ist ja das Problem, dass wir immer einen Angriff einstecken müssten. Den Furienschlag würde ich eigentlich noch gerne behalten. Und die Kehrtwende auch. Aeroas haben wir nur für zu HCTM. Deswegen Aeroas weg und den Borschnabel rein. Eine sehr coole Flugattacke, wie ich finde. Allerdings, was ein bisschen schade ist, können das wirklich nur sehr wenige Pokémon erlernen. Und Iron Ball versucht, Büroball zu erlernen. Die Attacke hatten wir ja schon mal per TM beigebracht. Diesmal bringen wir es ihm nicht bei. Sollen wir den Büroball doch brauchen, haben wir sie eben notfalls als TM. Oh, Simsala. Der zieht hier aber ganz schön harte Geschütze auf. Da schicke ich mal Mudoro ins Rennen. Denn da sollte Simsala im Normalfall nicht so viel machen können. Auch lange nicht gesehen, den Löffelhalter. Mal gucken, wie ihm ein Knirscher so schmeckt. Trickbetrug. Ach, der tauscht unsere Items. Was hat Simsala denn für ein Item? Oh, den Heißorb. Mit den Überresten getauscht. Cleverer Zug. Allerdings überlebt, das dachte ich mir schon fast, Simsala kein Knirscher von Alola Slimer. Deswegen kein Problem. Und haben wir den Kampf doch gegen Harry übrigens ganz gut über die Bühne gebracht. Genau wie ich befürchtet hatte. Ich bin völlig ausgebrannt. Tja, ein bisschen abkühlen, wa? Wasser ist ja nicht allzu weit hier entfernt. Das habe ich mir gedacht. Du hast das Potenzial in dir, ein würdiger Erbe. Also, du hast das Potenzial in dir, ein würdiger Erbe meines Heißorbs zu sein. Ja, es war richtig von mir hier zu warten. Hier. Mein heißgeliebter Heißorb. Okay, schönes Item. Vielen Dank. Wie gesagt, auf manchen Pokémon kann das taktisch ein sehr gutes Item sein. Super, das wäre dann erledigt. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber irgendwie ist mir in letzter Zeit Golfen wichtiger als das Austragen von Pokémon-Kämpfen. Ich habe wohl die Nase voll vom Trainer-Dasein. Den Heißorb brauche ich also nicht mehr. Aber ich hätte ihn nur ungern weggeworfen. Gut, dass du ihn jetzt benutzen kannst. Bitte setze ihn weise ein. Das werden wir definitiv, lieber Harry oder wie auch immer. Allerdings, liebe Freunde, jetzt müssen wir echt langsam zum Ende kommen. Ich glaube, ich habe schon wieder ein bisschen überzogen. Und ich muss mal wieder mit Entsetzen feststellen, wir sind kaum vorangekommen. Wir haben das Blumenmeer von Ulaula aber immerhin abgeschlossen und haben einen weiteren Fail live und in Farbe miterlebt. Ich bin jetzt echt gerade unsicher, ob wir schon einen Attackenlehrer getroffen haben. Ich glaube aber nicht, oder? Den man eventuell im Austausch mit einer Herzschuppe Attacken wieder beibringen kann, die Pokémon mal erlernt haben oder erlernen konnten, dann würde ich den auf jeden Fall noch gerne demnächst aufsuchen. Aber egal. Erstmal genug davon. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir den nächsten Schnitt und ich bedanke mich mal wieder für euer Zusehen bei diesem Part von Let's Play Pokémon Mond. Beim nächsten Mal werden wir hier noch ein bisschen weiter auf Erforschungsreise gehen. Ich denke, wir werden erstmal den rechten Weg einschlagen, um zu sehen, was es mit diesem, was auch immer das ist, auf sich hat. Wir werden es bestimmt herausfinden beim nächsten Mal. In dem Sinne, bis bald und ciao, ciao, sagt euer Killer.